und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Ark Survival Evolved. Mein Name ist Ed von edgaming.tv. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben, mit unserer Höhlenexpedition. Was wir dort erleben und was für einen krassen Marathon wir durchmachen mussten, um wieder zurück zur Höhle zu kommen, das seht ihr in dieser Folge. Viel, viel Spaß, euer Ed. Gehen wir schon mal ein Stückchen vorgucken, was da so ist. Also ich habe 2 Punkte in Fortitude, 4 Punkte extra, aber... Alarm! Spinne! Nicht verzagen, Tank ist da. Ja, da vorne sind noch jede Menge mehr Krabbelzeugs. Ja, ich glaube Fortitude ist Widerstandskraft gegen Umwelteinflüsse. Genau. Da haben sie auch gesagt, in der Höhle sollte man 10 haben. Ich habe gerade mal 4,0. Okay, ich bin jetzt irgendwie... Hui, ich bin auf jeden Fall vergiftet, ein bisschen. Ja, bei mir auch. Ich schlaf gleich ein. Bei mir ist schon wieder weggegangen. Na, bei mir steigt es noch. 38, 39, 40, 41, geht noch hoch. Na, ich habe keine weißen Bären dabei. 50, jetzt blockt er. Jetzt geht er wieder runter. Ja, weiße Bären habe ich leider auch nicht dabei. Vielleicht finden wir in der Höhle ja auch ein Artefakt oder sowas. Boah, mal sehen. Okay, als nächstes kommen wieder Spinnchen und Fledermäuse. Okay, bis jetzt ist nur einigermaßen akzeptabel. Bis jetzt ist das recht human noch, ne? Also ist okay. Wollen wir das Fleisch weiter brennen lassen, oder? Ja, wir gehen langsam vor und dann holen wir das uns. Aha, habe ich dich jetzt erwischt? Die Fledermaus. Ich liebe Kopfschüsse, das macht Spaß damit. Da kriegen die auch am meisten Schaden, immer wenn du auf den Kopf zielst. Die Fledermäuse sind hier ein bisschen arg lästig, finde ich. Tja, wo lang? Da hoch oder andere Seite? Oh.
Ich habe nur so ein bisschen Angst, dass das hier noch kleine Spinnen sind, ne? Wo eine so eine kleine, wo so viele kleine sind, ist mit Sicherheit irgendwo auch eine große. Naja, so klein sind die nun auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es hier mit Sicherheit noch eine große gibt. Mal gucken, was das Fleisch macht. Also ich habe jetzt 17, sollte erstmal reichen, oder? Ich hatte 22, ich habe jetzt nur noch 19. Schon wieder halb leer. Oh, du sagst es, Essen, gute Idee. Also es verbraucht unheimlich schnell meine, ja, die Energie irgendwie. Meine Hungerenergie geht unheimlich schnell runter. Ja, weil hier kalt ist. Das geht, nur ein kleiner Stern ist da, also nicht eiskalt. Ja, aber trotzdem macht das eine Menge aus. Schlange auf meiner Seite. Ja. Brauch mir keine Sorgen machen. Du killst alles. Blaue Schuhe. Stoff. Vorsicht. Oh, die habe ich gleich gesehen. Da muss heim. Nehmen wir mit. Können wir für die Berge brauchen. Blaue Schuhe haben ja höhere Werte. Ja, warum nicht? Ja. Und schon wieder viertel voll nur mit HP. Schlange. Ja, weil es zu kalt ist. Alter Walter, jetzt wird's doch langsam ein bisschen, ne? Ja, Artefakt. Nimm du es dir. Nee, ich hab erstmal gerade zwei Spinnen an der Backe. Komme. Zwei sind wir leer. Alter, vier Stück! Fünf!
Sorry, aber das musste jetzt sein. Du, deine Schuhe sind, glaube ich, kaputt. Ja. Deine Mitte ist das Artefakt. Oh, das war zu viel Gift. Gib mir mal so lange Rückendeckung. Das steigt immer noch. Ja, ich passe auf. Ich passe auf. Ja, meine Rüstung hat auch gut gelitten schon. Also viel mehr. Oh, toll. Super. Nee, ne? Das sieht aus, als wenn du auch umgefallen bist. Ja, und es ist eine Spinne da. Scheiße. Sie bewegt sich nicht, sie steht nur über uns. Ja, doch, die macht Netz. Aber ich bin gleich wieder da. Ich habe gleich, Betäubung ist gleich weg. Na, meine ich, hält sich in Grenzen. Dritter ich rotze Stern. Weg, ich rotze weg sofort. Dritter Stern steigt immer noch, also auf mich ist sie drauf. Ja, mich haut so. Ist down. Vierter Stern. Au, au, au. Das geht gut hoch. Vierter Stern halb. Ja, die hat uns, hat mich voll eingesponnen gerade. Ich war in so ein Netz drin. Halt lieber ein bisschen Abstand, dass sie nicht, wenn sie, wenn noch eine kommt, dass sie uns beide abgeschnitten bist. Also Artefakt nehmen wir auf jeden Fall noch mit, Olli. Jupp. Boah. Vierter Stern, dreiviertel voll. Wir hätten uns Bären mitnehmen sollen, ganz ehrlich. Ich hätte nicht gewusst, dass hier die Viecher so extrem, also in den Spinnen, giftiger sind. Jetzt fällt es wieder. Ja, Olli, zieh dir doch zur Not diese blauen Schuhe an. Besser als nix. Hatten wir jetzt eben welche? Ich hab's jetzt nicht ganz registriert gehabt. Ich war mit den Viechern eher im Kopf. Ja, haben wir. Ich hab schon wieder gut Munition verballert. Und wir haben eine Menge Gunpulver. Munition können wir herstellen. Ja, ich hab die Schuhe einstecken, also kannst du dann haben, ist kein Problem. Kannst du mir ja schon mal anziehen, ich lieg ja. So, damit deine Füßchen auch warm werden. Ey, du hast sie wirklich anziehen können? Cool. Gleich bin ich wieder da. Vom letzten Stern ein kleiner Fitze nur. Na, der Herr ausgeschlafen? Oh, ja, so ein bisschen. Oh, ganz angenehm. Okay, hol das Artefakt. Ich gehe hier oben weg. Das wär's. Es kommen gleich hier von oben irgendwie 20 Spinnen oder so. Aber eigentlich, wenn er hier das Artefakt schon, das ist doch eigentlich das Artefakt immer das letzte in der Höhle. Wir können ja trotzdem gucken, was uns hier noch erwartet. Also ein bisschen Rüstung habe ich ja noch, so ist nicht. Lauf nicht zu weit vor. Oh, Spinnen und Flattermäuschen. Olli, geh aus dem Weg. Ich rotz weg. Ah, die packen wir. Ah, die eine hat Inventory. Da ist was drin. Geiles Mündungsfeuer. Wird schön hell. Was war denn drinnen bei dem Vieh?
Ja, nichts Besonderes. Also ich sehe jedenfalls nichts als in meinen Items. So, Hände sind auch jetzt noch kaputt. Ich habe nicht mehr viel Rüstung. Das ist nicht mal mehr ein Viertel. Aber ich habe noch grüne Hände, die kann ich anziehen. Aber nur zur Info. Super. Ich darf gerade wieder ein. Ich habe noch 40 Schuss von den Maschinengewehr. Da musst du mal nachladen. Ich habe schon, das sind meine letzten 40 Schuss. Verbrauchst du nicht, wir haben noch einen Rückweg. Ja, ich versuch's. Ich habe auch noch 60 Schuss in den langsamen Gewehr, also den Snipergewehr, und 60 Schuss knapp für die Handfeuerwaffe. Wie viele Sterne hast du denn? Da ist beim letzten Stern noch ein Fitzelchen gleich wieder da. Aber meine Hungeranzeige ist wieder auf Null. Ja, wieder voll. Zieh dir Handschuhe an, wenn du hast. Keratin, Holz aus Held. Irgendwie geht das jetzt hier im Kreis. Vorsicht! Nein! Jetzt, oh Scheiße! Das ist doch für ein Arsch! Was war das denn jetzt? Sarko, ein Krokodil. Ich resette gerade. Ich hab's gekillt. Supi. Alter, das war übel. Der hat ein bisschen was dabei hier. Kopf und so weiter. Nichts mehr. Okay. Alter, wo kamen die Viecher denn her? Du musst hoch zum Lagerfeuer kommen. Da sind nochmal vier Fledermäuse gespawnt. Ja, wenn ich den Weg finde, kein Problem. Weil hier ist nämlich noch so ein Artefakt-Ding oder so, wie es scheint. Ja, weil ich weiß nicht, wo es jetzt lang geht, Olli, ganz ehrlich. Einfach alles an Waffen, was wir einfach an den Bögen haben. Okay, vier Speere waren noch drin. Ich versuche gerade den Weg zu dir zu finden.
Okay, ich habe jetzt Spinnen an der Backe. Scheiße. Ich kann jetzt nicht durchlaufen, ich bin noch vergiftet. Ich muss kurz warten, dass das Gift weg ist. Alter, Alter, Alter. Mir geht jetzt so langsam das Essen aus, Olli. Ich hab gar keins. Nee, die killt mich jetzt schon wieder. Ich bin K.O. und die Schlange beißt mich. Ich bin auch K.O. Weil ich nicht weiß, wo du bist, Olli. Es ist... Ey, das Gift ist schon echt fies. Ja, bei mir geht die Betäubung auch noch hoch. 2 Sterne. Das ist scheiße, du kannst nichts machen. Nee. Jetzt habe ich komplett schwarzen Bildschirm. Kannst du irgendwo sagen, wo du ungefähr bist? Einfach den Weg hoch. Ja, einfach den Weg hoch, du bist gut. Also ich habe von dir eben schon den PS gekriegt, also warst in meiner Nähe. Nur jetzt muss ich die Höhle erstmal finden. Ich bin oben am Berg gewesen, weil da haben wir die Dauerbacks. Also du bist gar nicht mehr in der Höhle, oder was? Nee. Und da es draußen dunkel ist, ist das sehr vorteilhaft, dass man nicht sehr viel sieht. Im Wald. Ja. Aber das kenne ich. Das Problem hatte ich bis jetzt andauernd. Schaffst du es denn rechtzeitig noch hierher? Ich weiß ja nicht mal, wo ich bin. Ich bin im Wald irgendwo. Ich muss kurz warten, dass es ein bisschen hell ist. Ich laufe einfach erstmal Richtung Berg. Ah, sind meine Schuhe kaputt. Oh, meine Rüstung ist auch fast kaputt. Oh, scheiße.
Meine Sachen konntest du nicht mitnehmen, ne? Nee, ich war ja noch mit dem scheiß Vieh beschäftigt da. Ich versuche jetzt gerade verzweifelt einen Weg nach draußen zu finden. Ah, jetzt wird's hell, jetzt sehe ich wieder was. Das Problem ist, meine Rüstung ist im Arsch. Super, jetzt bin ich wieder betäubt. Das ist gar nicht gut. Ja, so viel rohes Fleisch dabei, ne? Aber keine Mats, um ein Lagerfeuer zu machen. Das lag alles in meiner Leiche. Jetzt ist mir auch noch scheiße kalt. Super. Als Lagerfeuer müsste eigentlich in der Höhle noch brennen. Ja, ich finde bloß den Weg da nicht hin, das ist das Problem. Ah, ich sehe es. Ich sehe, wo wir sind. Da hinten ist ein Haus. Ich hoffe, das ist auch das Richtige. Das war's. Bin tot. Alter. Ja, wo ist es am schlausten? Wo du kannst. Berg Eisen 1. Ganz so schöne Ausrüstung. Jetzt frage ich mich, wie ich zu dieser scheiß Dings finde. Geschweige denn, wie ich hier von dem Berg runterkommen soll. Ah, da ist ja der Kollege. So, nachdem wir jetzt den ersten Tod hinter uns haben, werde ich die nächsten Tode ein wenig pitchen. Das heißt, das Video wird jetzt etwas schneller ablaufen, weil es wäre ja sonst so langweilig, uns andauernd nur beim Sterben zuzusehen. Also, viel Spaß!
Unserer Leiche. Ja, vielleicht zu zweit schaffen wir das. Weil meine ist in der Nähe, wo dieses Krokodil war, im Wasser irgendwo. Oh, da unten, das ist am Ende der Höhle. Ja. Deswegen sage ich ja. Hast du die Pik-Axt oder die Axt-Axt? Die Axt. Ich hab die Axt. Ich hab noch eine Pike. Liegt vor dir. Die macht ein bisschen mehr Schaden wie die Axt. Glaube ich. Ich weiß nicht. Jetzt gewesen, oder Olli? Ja, jetzt noch hinter dem Bäumen T-Rex, das wäre perfekt alles. Da, wer stellt denn hier draußen einen Kühlschrank hin? Ja, die Cola haben. Kann jeder benutzen mit Spark Powder. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Es war extrem spaßig. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Würde mich über ein Abo freuen, über ein Däumchen hoch oder auch nicht und eventuell über Kritik und Comments. Das wäre super toll. Also bis zur nächsten Folge. Ich denke, dort wird das Thema sein: Rache ist Blutwurst. Macht's gut, euer Ed.